Hi Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Skyward Sword. Ja, wir sind hier stehen geblieben, auf der Suche nach dem kleinen Q. So, und jetzt können wir anscheinend endlich auf diesen Seilen drauf und muss hier balancieren. Und ich weiß nicht genau, wie das geht. Oh Gott, das sind Bomben. Da muss ich... balancieren. Fuck. Alles. Ja, gut, ne? Na gut, ne? Hä, geh doch ab! Geh doch ab! Pff, ja! Immerhin habe ich mein Herz wieder bekommen, aber. Oh Gott. Warte, wo bin ich denn jetzt wieder? Oh, ich muss den ganzen wieder lang. Okay. Ja, auf jeden Fall, geiler Start zu einer neuen Folge von Skyward Sword. In der letzten Folge habe ich mich ein bisschen dumm angestellt und ich habe nicht gewusst, wo es lang geht, aber jetzt. Hey, jetzt weiß ich's und, habt ihr schon gesehen? In der letzten Folge, ganz am Ende, habt ihr gesehen. Ja, man kann hier doch lang mit dem Seil und ja. Jetzt werde ich hoffentlich in dieser Folge nicht mich blamieren, weil das wäre ziemlich peinlich, wenn ich mich heute wieder blamieren würde. Aber das tue ich ja natürlich nicht, weil ich bin ich. Ich blamier mich doch nicht. Nein, ich doch nicht. Nein. Zieh mich mal mit, mein kleiner Käfer. Komm mal her. Nein, dann nicht. Keine Ahnung. Ja. Balancieren. Die Dinger sind jetzt weg, also einfach. Ich mach's, glaube ich, falsch, oder? Ich muss aber auch kalibrieren, richtig. Link, entspann dich. Alles gut. Nur ich steuere dich ja nur. Ist alles gut denn. Oder vielleicht hat er dann noch mehr Angst? Naja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, neues Gebiet hier. Mit Gegnern. Bom, bom, bom. Hast du einen schicken Hut? Oh, das ist, glaube ich, der Anführer. Oh, hier sind ganz viele. Renn, 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 renn. Okay, okay. Ich habe einen Plan. Mein Plan lautet... Her! Das war nicht mein Plan, aber hat geklappt. Oh, das klappt. Das wollte ich eigentlich machen. Ah, oh mein Gott, aua. Ja! Her! Her! Hey, es klappt. Einfach spammen, klappt. Ich glaube, ich weiß, wie ich das Spiel spielen muss. Seiner spitzen Nase. Du hast die roten Teile weggeputzt. Bist du etwa einer von den Guten? In diesem Fall könntest du Mugi gleich mal helfen. Mugi steht hier nämlich fest. Kannst du Mugi helfen? Klar kann ich Mugi helfen, ein gutes Video auf hochzuladen. Spaß, er macht immer gute Videos. Aber klar kann ich dir helfen, Bro. Ich mache einfach, den hier. Autsch. Voll auf die Fresse geflogen. Blam, 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 blam. Autsch, autsch. Aber trotzdem danke. Was? Unser Häuptling hat sich um Mugi gesorgt? Irgendwie rührt das Mugi ja. Mugi, das ist natürlich mein Name. Wir nennen uns alle bei unseren Namen. Das ist viel persönlicher. Sagst du dem Häuptling, dass es Mugi gut geht? Bin doch etwas schwach auf den Beinen, aber das wird schon wieder. Jo, damit haben wir den Vorletzten gerettet. Hier können wir hoch. Wahrscheinlich, um hier hoch zu können, oder? Hey! Hey, ja! Nice, das hat gut geklappt. Ja, jetzt kann ich eine Abkürzung machen. Schön. Bam. Ja. Wo ist der Letzte? Lass uns mal mit der Aura suchen nach ihm. Suchen. Lol. Dort? Hä? Was? Also... eher hier oder doch rechts? Hier? Unter Wasser? Aber ich kann doch gar nicht tauchen. Zumindest wüsste ich halt nicht wie. Oder vielleicht ist er doch eher hier in der Nähe. Der ist da oben? Vielleicht hilft es ja, wenn ich hier lang gehe. Vielleicht kann ich ihn hier besser spüren. Nee. Maybe. Hallo? Doch! Hier ist er, da oben.
Okay, der ist da oben, aber wie komme ich nach da oben? Das geht doch nicht. Wie soll ich da hochkommen, da oben? Ist er da überhaupt da oben oder ist er vielleicht weiter hier hinten? Nee, ich glaube, der ist da oben. Ja, der ist hier. Oh, da sind Blätter an der Wand. Oh, boing. Jetzt verstehe ich's. Oh Gott, aber ich habe nicht so viel Kraft. Her! Her, meinte ich. Und höher. Und her, her. Nice. Hey, das hat viel besser geklappt, als ich dachte. Dann steige ich eine rein. Bam! Bam! Nee, geht nicht. Aber hey, die sollten wir uns merken. Auf jeden Fall, hier ist ein Weg und hier kommen wir nicht lang. Geht nicht. Unser Schwert kann nicht durch Stein. Das ist, glaube ich, offensichtlich. Da sucht man sich für ein tolles Versteck und wird trotzdem gefunden. Mein Name ist Zen Bully und Zen Bully ist fast so gut im Verstecken wie unser Halbling. Die Aurasuche erfasst kein relevantes Ziel mehr in dieser Gegend. Ich empfehle, zum Häuptling zurückzukehren und mit ihm zu sprechen. Ja, Fei. Darauf hätte ich auch selber kommen können. Wie? Du hast unseren Häuptling getroffen? Dann ist er wohl doch nicht so gut im Verstecken. Richtest du ihm aus, dass sich sein Bulli hier versteckt hat? Soll er mich ruhig suchen kommen? Alles klar, können wir machen. Zack, nice. Damit haben wir alle gefunden, yay! Ich glaube, der schwierigste wäre tatsächlich der gewesen, den ich als allererstes gefunden habe. Oder als zweites. Erstes, zweites. Der zweite, der auf der Map markiert wurde, auf jeden Fall. Das war, glaube ich, das schwierigste. Aber ich habe ihn aus Zufall gefunden und deshalb beschwere ich mich nicht, ne? Wo bin ich jetzt eigentlich? Hä? Wo bin ich? Hier ist ein Herzteil. Lol. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Aber ich habe ein Herzteil gefunden. Ich beschwere mich nicht. Oh mein Gott, nicht runterfallen jetzt. Herzteile sind dazu da, dass wenn wir genug davon einsammeln, dass wir dann einen extra Container bekommen. Dam, da, da, da. Du hast ein Herzteil erhalten. Sammle 4, um deine Lebensenergie, um mein Herz zu erhöhen. Dir fehlen nur noch 3 weitere. Schön. Das war ziemlich random, dass ich das jetzt gefunden habe. Ich habe nicht mal danach gesucht, aber hey. Ich werde sowieso irgendwann am Ende des Spiels alles andere zeigen, was ich im Gameplay verpasst habe. Außerdem könnt ihr mir sehr, sehr gerne schreiben, falls ich irgendwo was übersehen habe. Weil, naja, die 100% würde ich schon gerne anstreben. Weiß nicht, ob die Hi, ich habe dich gesehen. Ich weiß nicht, ob die realistisch sind. Aber ich würde es auf jeden Fall mal versuchen. Herzteile habe ich allgemein ein Problem mit, die zu finden in Zelda-Games. Lass die eigentlich immer liegen, weil ich bin sowieso nicht da gut. Achso, doch, hier. Hier ist es sogar, wo der versteckt ist. Hey, also ich bin hier lang gegangen, habe ihn gefunden, der versteckten, und dann... Genau, hier war der, versteckte. Jetzt brauche ich mal wieder eine Abkürzung hier, okay. Jetzt habe ich ein bisschen den Überblick verloren. Ja, wir sollen hoch, ne? Genau, wir sollen wieder zum fetten Dudeln. Wo war denn der? Der war hier. Aber ich komme nur aus von der anderen Seite zu ihm hin. Blöd. Ja, komm schneller. Immer schneller. Hi, was geht? Kriegt mich nicht. Der kriegt mich nicht. Nicht so schnell, mein Freund. Okay. So. Da sind wir. Oh Gott, Alter. Leute, schaut euch das an. Oh Gott, ey. Was hast du für Kastanien? So, so. Es geht also allen gut. Das hört man gerne. Vielen Dank, du... Ups. Vielen Dank, du unermüdlicher Aufstöberer. Dann verrate ich dir jetzt Dank, wo deine Freundin hingegangen ist. Dieses Mädchen namens Zelda hat gesagt, dass es in den Tempel am Ende des Waldes gehen musse. Ich habe ja noch versucht, sie davon abzuhalten, aber sie ist auf meinen Rücken geklettert und ab in den Tempel. Okay.
Aber da waren wir doch vorhin im Tempel. Ja, da waren wir vorhin. Wenn du da hinten weitergehst, wirst du auf einen Tempel stoßen. Allerdings wimmelt es dort von Ungeheuern. Nun denn, du hast meine Gefährten aufgespürt. Dafür gebührt dir Dank. Einen Moment. Entschuldigung. Wollte er mich umbringen? Oh, nein, er wollte mir nur was schenken. Ein neues Power-Up. Dann gib mal her, Mann. Ha! Du hast die Schleuder erhalten. Verschieße mit ihr Deku-Kerne, um deine Gegner zu betäuben. Eins von 8 Items, glaube ich, waren das. Lass mal sehen. Im Menü. Oh Gott, wie viele... Okay, das sind hier die Augen. Aber das ist jetzt weg. Oh. Weil ich es nicht mehr brauche wahrscheinlich, deswegen. Ja. Items. Die Schleuder. Eine Waffe, mit der man Deku-Kerne verschießen kann. Verwende sie, um deine Gegner zu betäuben. Ja gut, das hat er schon erzählt. Aber nice. Damit solltest du in der Lage sein, in den Tempel zu gelangen. Ach, endlich können wir mit den Dingern was anfangen. Ich dachte mir schon, wir können die irgendwie graben oder so. Man soll sich einfach abschießen. Warum versuchst du nicht gleich mal diese Ringelranke dort anzuvisieren? Drücke zuerst ZR, um die Schleuder zu zücken und drücke dann und halte dann ZR, um die Schleuder zu spannen und lass es dann los, um zu schießen. Wenn du keine Munition mehr hast, kannst du die Kerne dieser Bäume hier aufsammeln. Sieh zu, dass du deine Freundin bald findest, mein Kleiner. Okay. Dann wählen wir das mal aus hier. Einmal zack. Oh, das wollte ich nicht. Ja. Easy as that. Nice. Dann hier. Ja. Nice. Okay. Dann zurück zum Tempel. Da sollten wir jetzt weitergehen können. Ich kann nicht mehr. Oh. Ja, Link, ist ja okay. Du wirst ja gleich deine Freundin wiedersehen. Dann wird alles wieder besser sein. Vertrau mir. Vertrau mir einfach. Vertraut mir einfach, Leute. Drückt unten einfach auf diesen coolen Knopf. Dann vertraut mir. Vertraut mir. So, auswählen. Plopp. Ja, okay. Hab gedacht, das wäre ein bisschen komplizierter als das, aber nein, schön simpel. So, greifen wir das. Können ein bisschen hochgehen und dann schleudern lassen. Swing. Ja. Hat geklappt. Schön. Oh. Du hast 5 Deko-Kerne erhalten. Diese kleinen Kerne kannst du mit der Schleuder verschießen. Achte dabei immer auf deinen Munitionsvorrat. Nice. Was war das denn? Komplett neues Gebiet. Und zwar sind wir jetzt tief im Wald. Oh, das ist kein großes Gebiet. Hab gedacht, es wäre größer. Aber das ist es nicht. Damn. Aber da ist wieder so ein Häuptling und da willst du deine... Hör auf, deine Freundin zu rufen! Hör auf mit der Scheiße! Oh Gott, da sind sie auch schon. Einfach schlagen, einfach schlagen! Oh Gott, das sind Bienen! Oh Gott, das sind Bienen, Leute! Okay, der Häuptling ist tot. Er kann keinen überholen. Aber was, er lebt noch! Nee, jetzt nicht mehr. Gut. Blam, blam, blam. Alter, ich kann mal Kinder mit Gegnern Musik machen, Alter. Das ist ja cool. Oh, verpiss euch. Verpiss euch. Oh mein Gott. Die stechen mich. Alter, wie viele Herzen die machen. Hör mal auf hier. Hör mal auf. Ihr habt das mit dem Falsch angelehnt. Aua. Aua. Verfolg mich immer noch. Ah, lass mich in Frieden. Du auch.
Ah, ich kann nicht mehr. Ah, oh, nein, das sind noch mehr Bienen. Oh, I get it. Ich habe eine Slingshot. Und ich soll den hier machen. Hä? Jetzt ist es weg. Habe ich es doch schon kaputt gekriegt? Oder ist es das? Das hier. Nee. Habe ich wohl schon kaputt gekriegt. Okay. Okay, also ich soll erstmal mit der Slingshot das Bienennest kaputt stürzen lassen. Also stürzt er nach unten und geht dann kaputt und zerprellt in tausend Einzelstücke und die Bienen, die sterben mit. Piu! Wegen einer einzelnen Dekolus. Oh, oh, okay, alles gut. Ja, mein Plan ging natürlich. Ja, okay, die mussten erstmal kurz despawnen, ne? Entspann dich, ganz ruhig, ganz ruhig, Link. Alles ist gut. Alles ist gut. Aber ganz ehrlich, wenn ich doch Link wäre, würde ich mich doch da hinhangeln und nicht balancieren. Ist doch besser, wenn ich mich da hangel. Ich meine, ja klar, es wäre ein bisschen anstrengender, aber es ist sicherer. Es ist viel sicherer auf jeden Fall. Okay, ich so kleine Abkürzungen, die bringt jetzt aber auch nicht wirklich viel. Also das Spiel hat wirklich viele Abkürzungen, aber ob man sich die alle merkt. I don't know. Ich kann mich jetzt nicht, ehrlich gesagt kann ich mich jetzt nicht an die ganze Map dieses Spiels erinnern. Von dem, was ich bisher alles gesehen habe. Bam! Du lebst noch! Du lebst nicht mehr, habe ich gesagt. Schön. Ey, so ein Tempel oder so. Aber das ist so mies, ne? Ich habe keine Slingshot mehr. Kein Schild mehr, aber ich habe den Slingshot. Vielleicht. Aha! Gegen das, du blödes Fisch! Boah, jetzt kann ich schon meinen Hass gegen die aussprechen. Nice! Ja, da fühlt man sich doch besser, oder? Alles, das sieht ganz sicher aus, hier zu springen, ja. Würde ich auch tun, ja klar. Naja, gut, das ist ja nur das Leben von Link, ne? Ist ja nicht so wichtig, er will ja nur die Welt retten. Das ist ja nicht so schlimm. Na gut, was heißt die Welt retten? Eigentlich will ja nur Zelda retten. In anderen Spielen wird er die Welt retten, aber das werdet ihr bestimmt noch sehen. Ich muss nur kurz gucken. Oh Gott, da kommt ja auch! Oh. Oh, ich bin wieder zurück! 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 Ich. Naja, also. Ist das schön, dass du da dir so viel Mühe gibst, ne? Aber. Oh, oh, ups. War ich das? Ich bin so ein Arschloch, ey. Ups. Ja. Und jetzt ist es kinderleicht, hier rüber zu kommen. Ja, man kann es sich auch einfach machen, ne? Warum schwer machen, wenn man es auch einfach kann? Watch me whip. Watch me, nee, nee. Solche Moves machen wir hier. Oh Gott, hier sind Bomben. Weg, weg, weg. Blab, blab. Bam. Nehme ich mal mit, ne? Mein kleiner Käfer. Und die Dicke nimmt mich auch mal mit. Und hey, was willst du denn hier? Haha, jetzt hast du nichts mehr zu sagen, was? Hehehehe. Ich und dieses Spiel, Mann. Ich und dieses Spiel. Das ist was. Alles klar. Wir sind hier nicht ganz richtig. Also es ist schon der richtige Weg, aber ich soll mir nicht lang. Müssen wir lang! Wow, gerade noch so. Oh, das ist der Gerone! Yo, das ist der Gerone, der uns helfen kann. Okay. Gott, du lebst ja immer noch. Hey, was hat... Alter. Manieren oder was? Mein Gott, ey. Some people, I tell ya. Nimm mit. Hi, Gerone-Freund, Maruko. Hey, da bist du ja wieder. Schön, dich zu sehen. Das war's? Mehr nicht? Mehr sagst du nicht? Du kommst dir gerade recht. Sieh mal, in diesem Ort habe ich Teile der alten Schrift entdeckt.
Diese Stelle habe ich schon überall gesehen. Das hier. Es heißt, dass die Göttin diese Steine für einen Helden hier zurückgelassen hat. Ich nenne sie Artefakte der Göttin. Ein Name wie in Stein gemeißelt. Findest du nicht auch? Haha, Stein gemeißelt. Den alten Schriften zufolge, ihnen zufolge muss der Strahl des himmlischen Schwertes den Stein treffen, um den Herrn des Schwertes zu stärken. Ja, darauf bin ich ja schon selber gekommen. Du hast doch ein Schwert. Dann hilf mir bitte, das Rätsel dieses Artefakt zu lösen. Du willst doch ein Held sein, oder? Ich bin ein Held, aber ja. Das wollte ich hören. Wie er sich so abfeiert. Dieses Artefakt besteht aus einem Metall, das ich so noch nie gesehen habe. Es ist völlig unempfindlich gegen Schläge. Ich frage mich, was die alten Schriften mit den Strahlen, mit dem Strahl des himmlischen Schwertes meinen. Fällt dir dazu etwas ein? Ja. Ja! Ich hab's kaputt gemacht! Nein! Boah! Das Artefakt ist gen Himmel gestiegen! Die Kraft deines Schwertes scheint das bewirkt zu haben! Wohin es wohl verschwunden ist? Das Rätsel ist gar noch rätselhafter geworden. Den alten Schriften zufolge sind die Artefakte der Göttin über das ganze Land verstreut. Du solltest sie alle auf diese Weise in den Himmel schicken. Sag mir Bescheid, wenn du etwas mehr darüber herausgefunden hast. Jetzt soll ich wieder Backtracking machen und alle sammeln? Oder was meint er? Oh Gott. Das könnte nervig werden. Erstmal hier die Abkürzung schaffen. Schön. Ah, jetzt können wir hier einfach rüber. Ja, aber bevor wir das machen, was gibt es hier? Von hier kamen wir, ja. Hier ist eine Truhe. Ein roter Rubin. 20 Rubine. Wie viel haben wir eigentlich? 274, das ist schon ganz anständig. Ach nee, warte, von hier kamen wir. Ja, okay, gibt's nichts mehr. Na gut, dann würde ich sagen, auf zum Tempel. Das sieht aus wie ein Tempel. Du fliegst, mein Freund. Flieg und sei frei. Lass deine Seele freien Lauf. Okay. Speichern. Und weiter geht's. So, ich möchte mit jeder Vogelstatue mindestens einmal speichern. Einfach aus Prinzip. Ja. Gehen wir einfach mal rein. Untersuchen. Tür ist versiegelt und lässt sich nicht öffnen. Was ist, wenn ich den hier mache, ha? Her! Geht immer noch nicht. Vielleicht gibt es einen anderen Weg? Was bist du hier eigentlich? Was ist das? Okay, das soll, glaube ich, ein Flügel sein oder so. Es muss doch irgendeine andere Art und Weise geben, wie ich da reinkomme, oder nicht? Nicht? Es gibt keinen Hintereingang oder so? Vielleicht muss ich irgendwas mit der Slingshot machen? Kann man hier irgendwas abschießen? Nee. Ich weiß es nicht. Doch, doch muss man. Da oben, ich hab's gerade gesehen. Lass mich rein! Schick. Düster. Alles verwachsen. Aber irgendwas lebt hier. Glaube ich. Auf jeden Fall befindet sich hier irgendwas. Tempel des Himmelsblicks. Der erste Dungeon. Von 4, 8? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Gebieter, ich nehme in diesem Tempel die Aura, die Auren vieler Kreaturen wahr. Daher kann ich Zeldas Aura nicht isolieren. Somit ist die Aura-Suche momentan nicht einsetzbar. Ich schlage vor, dass du dich umsiehst, um dir einen Überblick zu verschaffen. Klingt gar nicht mal so schlecht, oder? Feiert manchmal schon. Ganz gute Tipps, denke ich. Okay. Hier ist noch eine
Vogelstatue direkt drinnen. Naja, aber draußen war doch schon eine. Warum ist hier denn noch eine? Ich meine, okay. Ja, dann benutze ich halt die hier zum Abspeichern, aber. Hä? Bisschen weird. Gott. Verpiss dich! Danke. Weg damit. Weg damit! Weg mit der Kacke! Okay, ich glaube, es ist kaputt. Runter. Zack. Nice. Da oben, da oben. Mach mich zu und Double Kill! Nice! Zack, 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 zack. Oh nein, ah, ich bin noch drin. Ey, was soll denn das? Wieso beißt du mich? Da, oh, diese Scheiß. Ich sehe schon, dieser Dungeon wird sehr spaßig. Da oben ist was. Okay, da geht's weiter hier oben. Lass mich nur kurz einen. Oh Gott. Einen Gegner beseitigen, der mich gerade ein bisschen nervt. So, ich glaube, das hat nichts gebracht, oder? Ich war hier hoch. Okay, ich glaube, ich muss das schnell machen. Also schnell betäuben und dann schnell hoch. Jetzt schnell hoch. Und dann schnell eine reinhauen. Oder irgendwie. Aua, 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 aua. Aber ich bin schon mal hier oben. Ich bin schon mal jung. Alter! Alter! Link! Hör doch auf das, was ich mache! Steuerung. So, wir zerteilen die Dinger. Sieht übrigens cool aus. Dann passiert irgendwas Cooles. Nicht so cool passiert, dass ich meine Leben verloren habe, aber naja. Was soll man machen, ne? Raum, was hier ist, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, was getan werden muss. Und zwar das hier. Mach da nochmal. Ja. Ah, okay. Moment, was ist, wenn ich den hier mache? Ist das den hier? Okay, der blockt das immer ab. Wie komme ich an diesen anderen Steinen dran? Keine Ahnung. Vielleicht nicht abschießen. Moment. Lass uns das mal nur kurz testen. Nein. Den kann ich aber auch nicht einfach abschießen. Das geht halt nicht. Vielleicht reagiert er allergisch auf die Pollen? Nein. Was ist gewollt? Wenn ich weggucke und schnell schieße? Nee, bringt nichts. Hier oben irgendwas, was verpasst habe? Nein. Ha. Huh. Melf. Hey. Hey du. Ja, mit dir rede ich. Lass mal bitte dein Auge auf. Oh, ist hier vielleicht ein Tipp? Der du vom Himmel kommst, höre auf deinen Diener, der dich ins Erdland gebracht hat. Und was? Was hat er gesagt? Auf was soll ich denn hören? Auf was soll ich denn hören? Zelda finden. Ja, tue ich. Ich bin dabei. Moment, ist das vielleicht ein Tipp? Nee, ich kann Fire gar nicht mehr benutzen. Fire hat keinen Bock. Ja, schöner Raum, schön und gut. Vielleicht komme ich hier auch allgemein noch gar nicht lang. Dungeon ist ziemlich verwirrend. Ja, nee, das ist der einzige Weg, wo es lang geht. Es geht ja sonst nirgends so lang, es muss hier weitergehen. Aber irgendwas mache ich hier falsch. Aber was mache ich hier falsch? Oh Moment, ich habe eine Idee. Ich mache ihn verwirrend. Hehe. Oh, oh, kannst du mitgucken? Kannst du. Ja, dachte ich mir.
Du kannst nicht mehr mithalten. Das war nicht geplant. Ich dachte, dass so kurz wiu, 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 und dann ist er betäubt und dann kann ich ihn schnell abschießen und stirbt. Aber da, ja, dann stirbst du halt einfach so. Klar, warum nicht? Erleichtert mir ein bisschen was. Na gut. Na gut. Man muss auch mal ein bisschen nachdenken, schätze ich, in diesem Spiel. Schwert rausholen. Und zack, dann bist du tot. Die explodieren kurz. Boom, boom, boom. I want you in my room. Andersrum, so. Nein, andersrum, links. So. Neu kalibrieren. Ja, Gott, ey. Kalibrierung, ne? Danke fürs Herz, danke für die Spenden. Oh, noch ein Save Point. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön, weil dann werden wir nämlich in der nächsten Folge hier an diesem Tempel weitermachen. Und, oh, 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 hey! Der will jetzt die Folge noch spenden, hä? Bam! Ja, die Folge muss aber beendet werden, weil sie gleich noch zu lang ist. War da oben nicht irgendwas? Eine Tarantula. Das war mal eine Tarantula. Das sind noch mehr. Muss ich die killen? Ich glaube nicht, aber ich tue es einfach mal. Wenn ich aimen könnte. Nee, kann ich definitiv nicht, wie man sehen kann. Naja, gut. Wir sehen hier, es gibt drei verschiedene Orte. Wir können nur den rechten betreten fürs Erste. Ja gut, dann würde ich sagen, hören wir hier an dieser Stelle auf und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, Link ist wütend, weil er eigentlich ein romantisches David Zelda haben wollte, aber sie die ganze Zeit abhaut von mir, was soll das? Hit me!